Verarbeitungsmethoden von Ganoderma. Die Verarbeitung von Ganoderma-Pilzen ist nicht einfach. Sie wird beim Mahlen wattenartig und kann nicht gemahlen werden. Deshalb haben die Firmen verschiedene Lösungen entwickelt. Am ineffizientesten ist es, Ganoderma bei hohen Temperaturen zu trocknen und dann zu Pulver zu mahlen. Durch die große Hitze werden viele der Wirkstoffe zerstört. Ein weiterer Nachteil ist, dass das Mahlgut auch die Fasern und nicht nur den verbleibenden Wirkstoff enthält. Andere Unternehmen schwören auf die doppelte Kochung. Sie kochen 4 Stunden lang und nehmen dann die Ganoderma-Pilze aus dem Wasser. Anschließend verdampfen sie das Wasser weitere 6 Stunden lang. Schließlich wird Stärke verwendet, um eine pulvrige Konsistenz zu erreichen. Dieser Ganoderma-Extrakt enthält nur 30% der ursprünglichen Wirkstoffmenge und besteht mehr aus Stärke als aus Pilzextrakt. Dixen verwendet eine firmeneigene Technologie. Sie verwenden einen 5-stufigen Nanomaler, um die Pilze bei niedrigen Temperaturen zu mahlen. Auf diese Weise können die Fasern von den Wirkstoffen getrennt werden, sodass fast 100% des Wirkstoffs erhalten bleiben und die Pulverpartikel unglaublich klein sind. Das macht wirklich einen Unterschied, wenn Sie den letzten Schluck Ihres Ganoderma-Kaffees aus der Tasse trinken, denn es fühlt sich nicht so an, als hätte jemand Sand in Ihren Kaffee getan. Dixen stellt ein Kilo-Extrakt aus 20 Kilo Pilzen her. Glauben Sie mir, es macht einen Unterschied für Ihre Gesundheit, welche Ganoderma-Kapseln Sie einnehmen.